möchte jetzt über etwas sprechen, was mir vor kurzem richtig stark aufgefallen ist, was du vielleicht auch schon bemerkt hast. Als ich das letzte Mal mit dem Bus zu meinem Unicampus gefahren bin, ist mir immer so richtig aufgefallen, wie unter Drogen unsere Jugend von heute, ich bin ja so alt, heute zu sein scheint. Also die wirken total wie zugetrönt, als wären die auf irgendwelchen Drogen. Und ja, was ist hier los? Da kommt es dann zum Beispiel zum Teil eben zu irgendwelchen Vorfällen im Bus und es kommt einfach überhaupt keine Reaktion. Oder sie gucken, die drehen nur langsam den Kopf, wie so Geister. Und ich frage mich halt wirklich, was ist los mit euch? Woran liegt es? Und ich mache mir halt wirklich richtig Sorgen, weil, also ich habe das Gefühl, dass dieser geistige Verfall immer mehr zunehmen wird. Also meines Erachtens ist Alzheimer keine Erscheinung des Alters, also das, was ich bei meinem Schwiegeropa miterlebe. Das wirkt für mich schon wie eine Insulinresistenz. Also deswegen wird Alzheimer ja auch zum Teil, also je nach Form von Alzheimer, als Diabetes Typ 3 bezeichnet. Und ich selbst erlebe das ja auch bei Unterzuckerung oder wenn ich irgendwas Unverträgliches gegessen habe, dieser heftige Brain Fog, dass man wirklich das Gefühl hat, die Hardware, die springt einfach nicht an. Man kann einfach nicht drauf zugreifen. Und deswegen, was ist los? Sind es unverträgliche Nahrungsmittel? Ist es, weil sich unsere Jugend nur von Milch, Weizen und Zucker ernährt? Von Fertigprodukten, Pizza, Junkfood, Süßigkeiten? Ich sehe die jungen Leute mit den riesen Bechern da von McDonald's und Burger King rumlaufen und sich die Cola reinziehen und sehe gleichzeitig, wie wirklich die Wangen zerfressen sind von unreiner Haut und dann gleichzeitig dann immer dieser abwesende Blick. Und ich meine, klar, die jungen Leute schlafen oft auch schlecht. Also ich weiß noch, wie ich vor 10 Jahren war. Also morgens früh aufstehen, das war eine Qual für mich. Ich lief auch rum wie ein Zombie. Und dann eben diese mediale Überdröhnung. Immer das Smartphone, immer irgendwie mit dem Geist woanders. Also dieses völlige Abhandenkommen der Fähigkeit, hier im Augenblick zu sein. Also ich bin ja selbst auch so dieser ADS-Typ und mir fällt das auch schwer. Aber gerade aus diesem Grund mache ich Übungen, um meinen Geist zu schärfen und wieder zu lernen, so im Augenblick zu sein. Und ich habe keinen Handyvertrag, weil ich unterwegs einfach kein Internet haben möchte, weil ich weiß, dass das mit mir machen würde und dass ich auch absolut suchtgefährdet bin. Ich bin der total der dopaminresistente Typ. Ja, nur was können wir tun? Also ich habe halt wirklich die Befürchtung, dass sich zum Beispiel Dinge wie Autounfälle häufen werden, die gesamte alles an Arbeit, an Leistung wieder runterleiden. Und auch das Lebensgefühl dieser jungen Menschen selbst leidet. Wenn man einfach, ich weiß wie es ist, wenn alles nur durch den Nebel wahrnimmt, als wäre es alles gar nicht real genug und als wäre alles nur dumpf und als würde die Schärfe des Lebens fehlen. Ja, was ist deine Meinung? Was ist das Problem? Warum sind die Jugendlichen so zugedröhnt? Was kann man tun? Was ist deine Meinung? Was sollte geändert werden? Wie könnte man hier ansetzen? Könnte man wieder helfen, dass diese Leute wirklich wieder lernen, richtig zu leben und im Augenblick zu sein? Und weil ich finde diese Entwicklung sehr schade und vor allem macht das die Leute auch sehr anfällig dafür, dass sie manipuliert werden. Entweder im Job oder halt auch von Leuten, die ihnen was verkaufen wollen. Und das ist halt die große Gefahr, die ich sehe, dass wir einfach zu perfekten Drohnen herangezogen werden sollen. Und da möchte ich wirklich sagen, wach auf, dein Gehirn ist das Wichtigste, was du hast. Und diese Realität ist mal die Realität. Und wenn du sie scheiße findest, dann tu etwas dafür, sie mitzugestalten, dass sie ein bisschen besser wird. Ja, ich freue mich, wenn du mir deine Meinung mitteilst, unten in den Kommentaren. Und
Ich freue mich auch, wenn du mein Video likest und mich damit ein bisschen unterstützt und auch meinen Kanal abonnierst. Dann danke ich dir fürs Zuschauen und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.